Was ist denn das? Hilfe! Oh Mann! Was war das denn? Pilot Rotbart hat mich gerade angegriffen. Da rennt er rum. Da ist er. Genau, fall du erstmal runter. Das ist auch vernünftig. Der kommt immer wieder jetzt, oder? Ich höre ihn, ich höre ihn. Wo ist denn der jetzt? Da ist er, jetzt kommt er von da. Ich hab dich gesehen, du Arsch! Boah, der hat 500 Punkte! Alter Schwede, Hilfe! Scheiße! Hilfe! Oh Mann, was ist denn das jetzt? Ich hätte mich verziehen müssen. Ich hätte mich verziehen müssen. Oh Mann! Das gibt's doch gar nicht. Okay. Rotbart, du Blödmann. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Ich habe ja direkt auf dem Schiff gepennt. Ich hole mir die Sachen einfach wieder. Und geh wieder weg. Moment. Ist der Rucksack noch voll? Der ist noch voll. Okay, dann gehen wir nochmal eben hoch. Wir haben nämlich noch was vergessen. Mehr aufnehmen. Mann! Schnell, 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 schnell! Oh, ich werde irre. Bin ich rausgeholt? Kein Reden. Tschüss! Hast du den gesehen, was der für eine Energie hatte? Hast du das gesehen? Ich werd irre. Wo ist denn der Blödmann? Oh Gott. Ich wollte doch eben noch was zu dem Umhang sagen. Puh. Boah, was haben wir in einer Ausbeute rausgeholt? Und was hat dieser Pirat für eine unglaubliche Lebensenergie? Jetzt sind wir aber auf jeden Fall geschützt. Was haben wir alles mitgenommen? Unglaublich. Wir haben so viel mitgenommen. Wir haben super Rüstungen bekommen. Wir haben Enderaugen bekommen. Goldener Apfel. Electric Essence. Goldblöcke. Die habe ich gar nicht wahrgenommen so schnell. Einen Hookshot. Und jetzt nochmal zu dem Cloak of Distortion. Mit Rechtsklick ist man unsichtbar. Wenn man schleicht, kann man sich teleportieren. Und man braucht, also der braucht dafür Energie und um sich aufzuladen, braucht er Enderpearls. Boah, Mann, ey. Lass mal eben ordnen hier. Also die Hosen packen wir erstmal hier rein. Wollen wir mal eben schauen, was wir jetzt überhaupt alles bekommen haben. Ein Eisenhelm, den packen wir hier hin. Dann haben wir noch eine Kettenhaube bekommen. Wir müssen natürlich einiges davon nachher auch wieder
anziehen, so Hookshot dahin. Eine Bombe, auch eine Waffe. 5 Bomben sogar. Eine Schallplatte. Packen wir mal hier rein. Fire Essence. Schallplatte packen wir auch mal hier rein. Electric Essence. Zack, 5 Electric Essenzen haben wir jetzt. Verzaubertes Schwert. Schwert, Schwert, Schwert. Noch ein Schwert, ein Haufen Schwerter. Also wieder hierhin. Das Schwert packen wir erstmal weg. Dann nehmen wir ein neues für. Das ist quasi auch eine Waffe. Packen wir hierhin. Schwert. Goldener Apfel. Da weiß ich gar nicht, wo wir damit hin sollen. Den packen wir erstmal hier hin. Wir gehen mal eben schlafen. Wir machen gleich weiter. Also das ordnen wir jetzt mal eben ein und gucken es uns bei der Gelegenheit dann auch mal an. Das ist ja enorm. Und ich glaube, es könnte sogar durchaus sein, dass wir noch nicht alles gefunden haben auf dem Schiff. Aber mit so einem starken Piraten da, das war der einzige, der noch übrig geblieben ist. Aber auf einmal waren auch mehrere da. Vielleicht kann der sich auch, ja, irgendwie duplizieren oder halt noch häufiger. Es waren, glaube ich, 3 jetzt zum Schluss, mit denen wir da konfrontiert waren. So, das Schwert packen wir auch weg. Dann packen wir den Bogen weg. Noch einen Bogen haben wir bekommen. Diamanten. Spinnenaugen. Moment, wir räumen jetzt erstmal die Rucksäcke parallel dazu aus. Was wir hier noch alles gefunden haben. Teilweise, so. Können wir noch nicht mal ganz leer machen. So viel ist das. Also nochmal, Waffen. Was haben wir denn jetzt noch bekommen? Iron-plated Scale Boots. Explosionsschutz. Schusssicher. Oh Mann, das ist so umfangreich, was wir hier bekommen haben. Eine Darkness Essence. Moment, das kommt erstmal hier rein. Das sind auch nochmal Waffen. Das kommt wieder hier hin an seinen Platz. Dann haben wir noch einen Crystal Bogen. Den haben wir sowieso eben schon im Inventar gehabt. Den behalten wir weiter. Pfeile weg damit. Einen goldenen Bogen haben wir bekommen. Enderaugen. Eisenbrustpanzer. Moment, wir ziehen uns mal eben unsere Sachen wieder an. Aber jetzt auch richtig coole Sachen, oder? Die Kettenhaube nehmen wir. Das kommt weg. Eisenbrustpanzer. Das kommt auch weg. Dafür nehmen wir das gleich. Das nehmen wir auch. Das ziehen wir an. Zack, zack. Zack, dann haben wir das schon mal. Weiter geht's. Den goldenen Rucksack machen wir jetzt nochmal eben leer. Der ist... Ach, den goldenen Rucksack, den blauen Rucksack mache ich natürlich. Gott, man ist ganz durcheinander bei diesen ganzen Sachen. Das muss hier auch nochmal eben raus. Das geht noch nicht raus. Was muss hier jetzt noch in diese Truhe rein? Ein Waffenelement. Enderaugen, wie gesagt, noch nicht. Iron Shield. Kommt hier rein. Stone Shield. Können wir auch gut verwenden, bestimmt. Noch ein Bogen. Ja, also es ist jetzt schon klar, dass diese Truhe für Waffen nicht ausreichen wird. Wenn ich sehe, was wir jetzt schon alles an Waffen gesammelt haben. So, den Rucksack machen wir jetzt aber auch eben leer. Dann ist der auch weg. In die Ecke damit. Der letzte, den wir haben, ist der Purple Backpack. Boah, das war noch alles voll. Ganzen Waffen hier. Waffen, Rüstung, weiß der Geier. Oh, noch ein Hookshot. Müssen wir eben sehen, dass wir alle Waffen jetzt hier rauskriegen, dass wir die erstmal wegpacken können. TNT. Ach, wir haben natürlich jetzt die eine Truhe noch vergessen. Die steht noch bei dem Schiff. Da haben wir auch noch TNT drin. Das holen wir noch. Keine Bange, das holen wir noch. So, das kommt weg. Rüstung. So, das müsste es aber rüstungstechnisch jetzt gewesen sein. Ein Helm haben wir noch, den holen wir auch nochmal aus dem Rucksack raus. So, dann können wir das erstmal wegpacken. Auch nochmal hier rein. Dahin erstmal, so. Goldener Brustpanzer, egal, nehmen wir jetzt. Jetzt haben wir nur noch verzauberte Rüstungselemente. Weg damit. Darkness.
Darkness Essence. Das erste Mal, dass wir diese Essenzen haben, dass wir eine Darkness Essence haben. Dann haben wir hier noch Electric Grenade. Also das scheint so ein Molotow-Cocktail zu sein oder sowas. Würde ich sagen. Wollen wir davon mal einen werfen? Komm, wir werfen mal einen. Wir werfen mal einen. Erstmal hier rein. Obwohl eigentlich... Moment, das ist auch eine Waffe. Ich bin mir nicht sicher, wo das reingehört. Ob das jetzt auch eine Waffe ist. Wir tun es erstmal hier rein. Wahrscheinlich schon. So, jetzt nehmen wir nochmal unseren Purple Backpack. Was haben wir jetzt hier sonst noch so alles drin? Jede Menge. Hallo? Muss das jetzt alles einzeln? Hä? Rein hier. Also jede Menge Dinge auf jeden Fall, die wir gesammelt haben. Ich packe die jetzt erstmal in Ruhe weg. Es ist eine ganze Menge. Glowing Bread. Also jede Menge Essen, was wir mitgenommen haben. Verhungern brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dann haben wir Emerald Shard wieder, dann haben wir Smaragde gefunden, wir haben Bohnen gefunden, Life Essence haben wir nochmal gefunden, Schwarzpulver, Lorn, also Rasen, Sand haben wir gefunden und ein bisschen Weizen und sogar Kartoffeln, also die können wir nachher wahrscheinlich auch noch anbauen. Karotten, Enderaugen finde ich auch total super. Also ist eine ganze Menge, was wir gefunden haben. Ich ordne das erstmal ein und muss mit diesen ganzen Sachen erstmal klarkommen. Ich denke, damit werden wir uns in den nächsten Folgen jetzt beschäftigen, was man damit alles machen kann. Vermutlich müssen wir auch nochmal auf das Piratenschiff gehen, um Pirate Rotbart zu besiegen. Weil der hatte wirklich enorm viele Lebenspunkte. Und er ist als einziger noch auf diesem Schiff, wenn ich das richtig sehe, oben auf diesen Ausguck könnten wir eigentlich auch nochmal drauf. Das alles, wie gesagt, und noch viel mehr in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Das war sehr, sehr spannend, fand ich jetzt. Und wie gesagt, ich muss erstmal alles begreifen, was ich hier gesammelt habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.